Deshalb sagen wir hier nur eines, wir müssen die Langzeitfolgen immer im Auge haben. Und jeder muss für sich entscheiden, was er für Risiken auf sich nimmt, angesichts dieser ungeklärten Frage, die kurzfristig nicht zu klären sind. Vor diesem Hintergrund sage ich ganz klar jetzt meine Meinung hier, es ist selbstverständlich, dass wir diese Impfkampagne fortführen. Es ist selbstverständlich, dass wir die Erwachsenen impfen. Aber wenn ich allein zu entscheiden hätte, würde ich auf der Grundlage meines jetzigen Wissens für die Kinder das nicht empfehlen. Und ich sage das auch an die Eltern, die uns hier zuhören, lassen Sie sich da nicht ins Boxhorn jagen, lassen Sie sich auch nicht verängstigen, prüfen Sie dies sorgfältig. Bei den meisten Kindern ist es nun mal gesichert, dass kein schwerer Krankheitsverlauf eintritt, das weiß doch jeder. Und deshalb haben wir so bisher gesagt, wir müssen die Alten schützen, wir müssen dann sehen, dass sich in den Betrieben nicht die Krankheit ausbreitet. Aber bei Kindern rate ich zu größter Vorsicht und Zurückhaltung.